Ja, hallo liebe Leser, wir drehen gerade Pissigens Hardware in Gefahr und wir würden jetzt gerne bei MSI gucken, was so gefährlich ist. Hallo, Ladies. Wir drehen da Pissigens Hardware in Gefahr. Was ist denn bei euch gefährlich? Wir. Ja. So, hier sind wir bei Enermax. Mal gucken, was wir mit Enermax Schönes machen können. Ja, hi, David. Oh, hi. Daniel Wart von PC Games Hardware. Okay. Wir wollen was ganz Spektakuläres drehen von der Messe. Was kannst du uns denn anbieten? Pitziger Hahn in Gefahr, ne? Pitziger Hahn in Gefahr. Zieh doch einen Stecker. Einen Stecker ziehen vom Netzteil. Kann ich da einfach im laufenden Betrieb jetzt einen Stecker ziehen? Sollte gehen. Mal gucken, was passiert. Bisschen wackelig. Und? Der Lüfter ist ein bisschen lauter geworden. Es ist anscheinend aus. Stecke ich ihn mal wieder rein. Und läuft wieder ganz normal weiter. Oder auch nicht. Bleibt schwarz. Ich glaube, wir müssen resetten. Macht doch ein Reset. Ja, ich würde sagen, der PC hat es einwandfrei überlebt und läuft wieder. Also Stecker ziehen, im laufenden Betrieb, gar kein Problem. Entschuldigung, wir drehen gerade PC Games Hardware in Gefahr. Was ist denn hier auf der Messe gefährlich? Gefährlich? Unser Outfit. Und unsere Schuhe. Oh. Aber in dem Sinne, ja, oh Gott, wie sagt man das? Naja, machen wir nie wieder, ne? Okay, alles klar, vielen Dank. So, wir gucken mal hier, ist so eine Art Brutkasten bei Enermax. Hier werden irgendwie 190 Grad angezeigt. Mal gucken, ob wir hier die Hand reinstecken können. Ja, lauwarm, ein bisschen Abwärme, aber da ist eine GeForce FX mindestens genauso warm. Das geht, glaube ich, ohne Probleme. Entschuldigung, ist dein Outfit nicht gefährlich? Holst du nicht einen Schnupfen, wenn du so wenig anhast? Nee, hier drin ist es ja warm genug eigentlich, oder? Heiß sozusagen. Nö, ich hole mir keinen Schnupfen. Okay, vielen Dank. Wie gefährlich ist so ein Messealltag eigentlich? Naja, also man muss schon mal schon ziemlich aufpassen, weil viele so jugendlichen Gruppen kommen rundum und dann ist so ein großer Tumult rundum und einer nimmt was raus und dann laufen sie raus in verschiedenen Richtungen. Also ihr merkt das gar nicht, oder wie? Hey, der nimmt doch der was. Hat doch gerade was geklaut. Warte. Wir drehen gerade PCGH in Gefahr. Könnt ihr irgendwas Spektakuläres anbieten? Was spektakuläres? Standpartys können wir anbieten. Ja, aber die sind doch nicht gefährlich, oder? Weil die Geheimgefahr muss schon gefährlich sein. Gefährlich? Also wir so zum Beispiel sind gefährlich. Das sieht ja aus, ne? Außerdem, was kann man denn anbieten? Uns? Nein, Spaß. Was gefährlich? Ja. Die Lautsprecher sind gefährlich, Lautsprecher oder? Sind so gefährlich. Aufdrehen, dass, oder hier zum Beispiel, was ihr da vorne seht, Super Micro. Und die Lautsprecher sind extrem geil und gefährlich geil. Und gefährlich. Gefährlicher als ihr oder? Ja, gefährlich. Also uns zu toppen ist ein bisschen schwer. Wir sind also gefährlicher als uns gibt es nichts. Aber ein bisschen darunter. Dankeschön. Gerne. Ciao. Hallo, wir sind vom PCGH in Gefahr. Ist das Essen irgendwie gefährlich, was Sie da zu sich nehmen? Sorry. Nicht wirklich gefährlich. Weil man muss ja schon heutzutage aufpassen, überall sind irgendwelche Sorry, Stoffe no drin. English. Ne? No English. Ja, Englisch ist doch nicht gut, weil mein Chef hört jetzt beispielsweise zu, wenn ich da jetzt anfange, Englisch zu reden. Das geht gar nicht, ne? Aber sonst geht's, oder? Die Kollegin versteckt sich auch, ich weiß nicht warum. Ist die menschenscheu? Weil gerade so beim Messen ist ja eher schlecht, oder? Also, ich weiß ja nicht. Wie sehen Sie das? No German, yeah. No, I don't know, okay. Understand it. Ja, jetzt verstehe ich, alles klar. Danke, ciao. Hallo, wir sind gerade auf einer Computermesse. Sind so Spritzen hier nicht sehr gefährlich? Also, weil Medizinmesse ist es ja eigentlich nicht. Sorry, okay. Nicht wirklich? Weil ich glaube, so Medizinspritzen auf Messen sind doch schon recht gefährlich, oder wie? Sorry, I don't speak German. Ah, okay. Ja, wir drehen gerade PCGH in Gefahr und da läuft uns der größte PCGH-Fan über den Weg. Ne? Man sieht hier... Passend noch angezogen. Natürlich angezogen. Ja. Sofort wieder gedacht, jetzt zur CeBIT muss das anziehen. Und dass ich jetzt gerade euch getroffen habe, war ein krasser Zufall. Wir sind gerade erst gekommen und ich dachte, Donnerwetter, die kennst du doch wohl. Ja, ist ja schön. Wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe. Ja, ne? Ich auch. Was habt ihr heute so als Programm geplant? Das können wir noch nicht verraten, alles noch streng vertraulich. Streng vertraulich wie immer, alles klar. Gut, dann viel Spaß noch, ne? Bis auf den Weg. Tschüss. Hallo, wir sind vom deutschen Magazin PC Games Hardware. Deutsche Magazin PC Games Hardware. Wir würden gerne was Gefährliches mit denen machen. Was gefährliche Sachen. Irgendwas muss brennen. Irgendwas ganz Gefährliches. Das soll irgendwie in Flammen aufgehen oder...
Morgen Raphael, willkommen bei PCGH in Gefahr. Wie läuft's? Du bist ein Spaten. Ich bin ein Spaten. Was machen Redakteure, nachdem sie nach einem harten Messetag geschlafen haben? Das kommt nicht auf die Seite. Willkommen bei der PCGH-Cam. Nein. Was machen denn neue Volontäre, nachdem sie so einen harten Messetag hatten? Frühstücken gehen. Frühstücken gehen und rauchen. Ja. Ist denn hier nicht Rauchverbot? Nein. Extra für dich haben sie natürlich Aschenbecher einfliegen lassen. Natürlich. Sehr gut.